Alarm! Alarm! Spider-Man! Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Eni hier und herzlich willkommen zum nächsten Resident Evil 2 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter. Meine Güte, wie auch jeden Tag, ihr nehmt jeden Tag hier die Kommentare, die Likes auseinander, das freut mich einfach nur abnormal. Und ihr wisst ja, ich bin bereit, mit euch das durchzuziehen, auch wenn ich mir so krass in die Hosen scheiße. Und ihr habt mir erstmal in der letzten Folge ein paar Tipps in die Kommentare geschrieben. Und zwar habt ihr mir gesagt, dass die roten Bereiche, wie zum Beispiel hier und da oder hier in den anderen Etagen, die hier, habe ich noch nicht komplett untersucht. Das heißt, da gibt es noch Sachen, die wir finden können. Das ist schon mal ein sehr guter Tipp gewesen, aber das steht ja auch eigentlich da drunter, hätte ich mal ein bisschen mehr die Augen aufmachen müssen. Dann habt ihr mir gesagt, die Spider-Man-Figuren, die oben an den Decken krabbeln und so, dass die nämlich blind sind und wir uns an denen vorbeischleichen müssen. Und ich, Idiot, renne da immer wie so ein Verrückter rein. Das war echt die Katastrophe. Und ihr habt mir auch gesagt, dass es hier nämlich ein Schloss gibt. Moment, das werden wir auf jeden Fall mal... War das hier unten? Ich glaube, das war hier sogar. Wir hatten in der letzten Folge diese Akte aufgenommen. Wisst ihr das noch? Das war, glaube ich, unser internes Memo. Genau, stand ja drin. Büro Westseite 1F. Da ist nämlich so ein Zahlencode 9157. Den werden wir jetzt mal gleich versuchen einzugeben. Und ihr habt mir gesagt, die Batterie, die ich gefunden habe, die hier, die brauche ich für ein Elektroteil, das im Erdgeschoss beim Besprechungszimmer ist. Okay. Ja, wir schauen einfach mal. Schlüsselfächer. Wir haben auch die Schlüsselkarte noch von der Polizei. Die müssten wir mit dabei haben eigentlich. Ja, die hier. Damit können wir auch... Ah! Oh mein Gott! Oh Gott. Ah! Was erschreckt, ey! Was kommt denn so auf mich zugerannt? Chill doch mal, deine Eichel! Alter, kam da auf einmal zugerannt, weißt du, wie laut das war? Okay, Leute, lasst uns nochmal jetzt versuchen. Also, was war das? L9, R15, L7. Warte mal, L9, das heißt nach links. 1, 2, 3, 4, L9. Warte mal, jetzt nicht bestätigen, oder? Warte mal, kommt R15, das heißt, wir müssen nach rechts auf die 15. Und dann L9, R9, L7. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal auf die 7. Es klappt, korrekt, Alter. Oh mein Gott, was? Digga, das ist geil, Leute. Das heißt, wir haben jetzt zwei Plätze mehr frei. Das ist richtig geil, Leute. Das ist richtig geil, Mann, ohne Witz. So, jetzt ist die Frage, was wir machen müssen. Wir haben ja noch dieses Buch. Ihr habt mir gesagt, ich muss dieses rote Buch unterm Arm tun und all sowas. Leute, ihr habt mich komplett auseinandergenommen. Wir gehen aber jetzt erstmal in die Schließfächerkammer. Oh mein Gott. Oh nein. War nicht hier der Spider-Man? Oder wo war der? Lucha-Billett. Oh. Oh Gott, da steht der wieder. Warte mal, was ist das denn? Ah, guck mal hier. Können wir nehmen. Aber wir können das noch nicht komplett. Wir haben noch nicht alle Knöpfe, ne? Also das heißt, einen Knopf bräuchten wir noch. Haben wir eigentlich hier schon alles geöffnet? Ah, das ist alles noch grün, ne? Scheiße. Wir brauchen einen zweiten Knopf, Leute, damit wir hier alles öffnen können. Nicht, dass der mir gleich da wieder aufsteht. Weil hier haben wir nämlich noch die Schlüsselkarte, für die wir da einsetzen können. So, perfekt. Weapons unlocked. Oho! Shotgun in the building! Oh mein Gott! Die W870 haben wir jetzt, die Shotgun. Geile Scheiße, Leute. Oh shit. Holy crap. Holy crap. Nachladen. Boah, ich will die direkt mal austesten. Jetzt können die Gegner ruhig kommen, Alter. Hätte ich nichts, kein Problem damit. Steh auf, Junge. Komm her. Okay. Das haben wir auch schon mal. Hier gibt es aber noch ein Schließfachmaterial. Hier gibt es eine Gürteltasche. Was? Krank, hier ist alles noch drinnen. Ja, dazu müssen wir erstmal. Da, noch eine Tasche. Kranke Scheiße. Aber ich glaube, diesen Raum haben wir jetzt so gut wie abgeschlossen. Da können wir eigentlich nicht mehr weiter. Wir haben die komplette diese Etage. Hier Feuerleiter, Holzbretter. Das war ja da, wo wir, glaube ich, draußen waren. Aber ich glaube, die erste Etage müssten wir eigentlich so gut es geht abgeschlossen haben. Müssten. Die Frage ist, wo ging es nochmal da lang? Da geht es dann in die Dunkelkammer. Dunkelkammerbecken. Was war denn nochmal die Dunkelkammer? Ah, da kann man ja speichern. Genau, da gab es noch dieses Becken. Okay. Dann war da aber noch die Treppe, wo wir hoch können. So, wenn wir die Treppe hochgehen, dann sind wir nämlich hier im Duschraum. Da ist auch nochmal ein Kombinationsschluss. Da ist die Rüstkammer, da ist der PC. Hier war auf jeden Fall safe dieses Monster. In diesem Büro, wenn man hier reinkommt. Genau hier war das. Da war dieser PC. Da war die Kamera. Dann haben wir hier diesen Raum, wo wir runtergehen können. Diesen Wagenheber hatten wir hier. Und wir hatten die Bibliothek. Die Sache ist, wo zur Hölle war nochmal
der, hier war das, Kunstraum, genau da, Kunstraum. Das heißt, am besten wäre, wenn wir einfach wieder zurück in die Eingangshalle gehen. Das wäre das Einfachste, was wir machen können. Nehmen wir jetzt einfach jetzt, zack, raus. Okay. Ja, normalerweise, ich kenne mich schon bald besser hier aus. Okay. Ich kenne mich doch nicht aus. Halt, was ein Fail, Bruder. Steh jetzt nicht auf, bitte. Ey. Ich habe gedacht, ich kenne mich hier aus, Leute, Mann. Was ist denn los mit mir? Richtiger Roller Peter. Na, okay, hier geht's auf jeden Fall. Guck mal jetzt, Leute. Wir machen das jetzt ganz easy. Boah, wenn jetzt gleich ein Gegner irgendwo aufsteht, ne, ich schreie alles zusammen, weil jetzt wäre das so unerwartet. Also, müssen in die Bibliothek, auf jeden Fall. Wir haben ja dieses rote Buch, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass man das rote Buch da noch einsetzen konnte. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Medaillon, das dritte und letzte. Die Frage ist, wo wir das finden. Hier müsste jetzt eigentlich die Bibliothek sein, wo wir reingehen und dann dieser Typ mit der Statue war, oder? Eigentlich. Rein mathematisch gesehen müssten wir jetzt hier richtig sein. Und ich denke mal, wir sind richtig. Also wir haben ja auf jeden Fall auch nochmal so ein Schloss gehabt, ne? Aber ich glaube mal nicht, dass das... Könnt ihr nochmal versuchen. Warte mal, was war das? L9, ich guck mal nochmal hier, weil da steht ja, das wird verlegt, ne? Eigentlich kann das gar nicht das sein, ne? Vom Stars-Büro in 2F. Ist das das Stars-Büro, wo wir gerade sind? Ne, das ist das Wartezimmer. Ne, das ist auf jeden Fall ein anderes Schloss, das wir knacken müssen. Ne, Mann. Das ist auf jeden Fall nicht das Schloss. Oh, shit. Du Bitch! Alarm! Alarm! Ach, da war ja Dings da, Leute. Der Dings da, der Helikopter war da. Warum ist jetzt der Bereich grün? Leck mir doch die Puperze hier, ey. Okay, hier ging es ja auch nicht rein, ne? Genau, hier war ja auch was. Warte mal, wofür? Was können wir denn jetzt hier machen? Nicht die Batterie, macht ja gar keinen Sinn. Aber hier können wir auch irgendwas reinstecken, ne? Auf No-Homo-Basis. Aber auf jeden Fall haben wir noch nichts dafür, was wir da einsetzen können. Deshalb gehen wir jetzt erstmal hier rein. Hier ist ja Museum Kunstpalast. So, ihr habt ja nämlich gesagt, dass es ihm das rote Buch noch geben muss. Also, nein, 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 was macht der da? So. Kombinieren, genau das habt ihr gesagt. Ey, wer soll darauf kommen? Das habe ich erstmal gar nicht gesehen, Leute, ne? Benutzen. So, okay. Was ist das? Das heilige Zepter. Damit kann man Zombies für immer von sich fernhalten. Man wird nicht mehr erschreckt in diesem Spiel. Zepter. Zepter. Ewa. Trainer. Was soll ich mit dem Zepter machen? Soll ich mir da hinten reinstecken oder was? Was soll ich damit? Okay, wir müssen ganz ruhig bleiben, Leute. Meint ihr vielleicht hier das Zepter reinstecken? Das wäre los, würde ich totlachen. Wir untersuchen. Nee, was ist das denn hier? Was können wir denn hierfür gebrauchen? Okay. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal die weiteren Bereiche. Aber also hier können wir nicht rein. Hier im Wartezimmer. Ich würde sagen, hier macht es eigentlich gar keinen Sinn reinzugehen. Es sei denn, wir haben hier was übersehen. Boah, dann hört man manchmal so. Hä? Ich denke die ganze Zeit erst. Oh mein Gott, das ist ja wirklich einer. Das ist der Asiate. Oh, Ramadai, Alter! Oh! Oh, mein! Oh, das ist schon wieder der. Oh, Ramadai, Alter! Das ist laut hier, Alter. Disney ist große Pause. Dum, dum, di, 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 di. Aber hier haben wir ja auch was übersehen eigentlich, hier unten. Also da stand ja, dass man da was machen könnte. Ah, safe deswegen, oder? Safe. Safe das hier haben wir nicht mitgenommen, deshalb steht es da. Ja, guck. Das Einzige, was wir nicht mitgenommen haben. Sonst haben wir alles dabei. Wo geht's hier unten nochmal rein? In den... Guck mal, hier eigentlich haben wir eigentlich alles abgesucht, ne? Also wir sind hier komplett falsch, Leute. Wir müssen jetzt unbedingt das Zepter verwenden. Und sagen, gehen wir wieder nach oben. Ich denke mal schon, dass wir oben auf der zweiten oder dritten Etage was übersehen haben. Guck mal hier. Hier haben wir eigentlich auch alles. Hier können wir nicht rein in die ganzen Büros. Hier waren wir auch Duschraum und so. Warte mal, das Kombinationsschloss. Oh Gott, nein. Ich will da gar nicht hin. Die Sache ist, wo zur Hölle müssen wir jetzt dieses Zepter reinstecken? Guck mal, da oben war ja explosive Barrikade. War das C4, ne? Die Frage ist, wie wir das
Kombinationsschloss. Können wir vielleicht irgendwas kombinieren? Moment. Oh shit, was ist da? Ein kurzer Stab mit einem Juwel. Was kann man damit denn bloß machen? Ah? Ah? Was soll ich mit dem Edelstein? Warte mal, wir haben jetzt so einen Rubinstein. Boah, das sieht schon geil aus, ne? Vielleicht können wir auch hier irgendwas untersuchen. Und da haben wir was übersehen. Ne, das ist eine Batterie. Aber ihr meintet ja, die Batterie brauchst du für ein Elektroteil, dass du einen Erdgeschossraum im Besprechungszimmer findest. Okay, Besprechungszimmer. Guck mal, wo das Besprechungszimmer ist. Aufenthaltsraum, Besprechungszimmer. Beobachtungsraum, Besprechungszimmer. Da! Hier ist das Besprechungszimmer. Hier. Zugekettete Tür. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Okay, da werden wir uns jetzt mal auf den Weg hin machen. Alles klar, wir rennen da mal jetzt hin. Aber es macht da Bock, dieses Rätseln. Ohne Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Rating Raum. So, okay. Also einmal jetzt rüber auf die andere Seite. Eine Etage runter. Peter, komm runter! Boah, zum Glück habe ich mich heute bisher noch nicht so krass erschrocken. Ich hoffe, dass es nicht kommt. Ich will auf jeden Fall heute das letzte Medaillon sammeln. Ich will das Spiel auf jeden Fall nicht durchrushen, habe ich euch ja auch gesagt. Also, wenn wir jetzt hier reingehen, hier haben wir die Bibliothek. Da ist ja das hier, wisst ihr ja, ne, mit diesem Wagenheber. Die Frage ist, was wir da jetzt heben sollen, ne? Das ist die Sache. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf jeden Fall rüber in dieses Besprechungszimmer. Weil da braucht man die Batterie, ne? Da braucht man die Batterie. So, wenn wir jetzt hier reingehen, gehen wir ganz easy dadurch. Ja, Wolski, Podolski. Wir waren hier sogar schon gewesen, ey, mein Gott. Also, ich habe echt vercheckt, wofür wir genau... Warte mal, was das Besprechungszimmer ist jetzt da vorne links um die Ecke. Und hier ging's, nee, da ging's nicht hoch, ne? Warte mal. Da ging's ja gar nicht rein. Warte mal, die Türe war ja dann heiß, das war die Türe hier. Rille Peter wieder komplett blind. Hier ist das. Ja, aber es geht da nicht rein da. Okay, warte mal, aber hier ist auch kein Strom. Das heißt, hier müssten wir irgendwo was reinstecken. Aber guck mal eben hier, die Tür ist zu. Und das ist der einzige Weg, da reinzukommen, oder? Nee, Mann. Okay, also ihr könnt sehen. Ah, ich verstehe, wir müssen zum Empfang. Wir müssen zum Empfangsraum über die Eingangshalle nicht hier rein, sondern wir müssen ganz easy in den anderen Raum und da rein. Okay. Sorry, Leute, für diese kleine Verwirrung hier. Aber natürlich kenne ich mich natürlich noch nicht so bestens aus. Aber ich habe gesagt, ich will das Spiel nicht durchrushen. Ich könnte jetzt auch sagen, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Aber das mache ich nicht, weil ich das mit euch gemeinsam so schaffen will, ohne hier Sachen zu überspringen und hier irgendwie, keine Ahnung, zu cheaten oder sonst irgendwas. Aber hier waren wir ja lange nicht mehr gewesen. Deshalb erinnere ich mich nicht so dran. Oh mein Gott. Weil wir lange... Waren wir hier überhaupt schon? Ach du Scheiße. Hi, Red Bische, Alter. Ja, madem. Oder madei. Waren wir hier schon? Oh Gott. Oh mein Gott. Der Bauarbeiter. Na? Scheiße. Oh Gott. Oh. Bauarbeiter. Können wir das schaffen? Hier brauchen wir auf jeden Fall diesen Rubinschlüssel, den wir ja nicht besitzen. Ah, vielleicht geht das ja. Und nicht, dass hier überall jetzt dieser Spider-Man hier rumläuft, ey. Fuck. Ah! Oh mein Gott, der andere steht auch auf, glaube ich. Nee. Oh! Oh, wie schnell die kommen, Alter. Ey, in 3D könnte ich das niemals spielen. Niemals. Wird wahnsinnig werden. Niemals. Da kommt noch einer. Kommt noch die Mutter und der Vater. Alle kommen. Jetzt komm, nimm das Messer, Digga. Haben wir noch Messer? Wir haben gar kein Messer. Wir haben gar keine Shot. Oh mein Gott. Oder die leckt da mit dem rum. Was macht die denn? Akio? Scheiße. Oh mein Gott, der kommt. Reicht doch mal jetzt, Leute. Was ist denn los mit denen? Ah! Oh! Chill doch mal. Ich glaube, die braucht wieder... Ey. Alter, hat die mich erschrocken, Mann. Ja, sieht so brutal böse aus hier, dieser Gang nach vorne, ne? Ich schwör's, sieht so brutal böse aus. Oh mein Gott, da kommen wieder... Ey, wie viele da kommen, ne? Scheiße.
Bleib direkt liegen, du Kachme! Merkel, Kachme! Ich hab gleich keine Munition mehr, Leute, das ist gar nicht gut. Oh, da kommt der Bauarbeiter Jones! Bauarbeiter Jones! Ich muss jetzt hier rein! Holy crap! Was ist denn los mit dem? Der Bolzenschneider natürlich. Hierfür erstmal Türe aufschneiden. Das wusste ich gar nicht, wenn das hier so eine scheiß Türe ist. Die wir auf. Können ja auch hier rein? Nee, ne? Als ob Zombies Türe öffnen können. Wir brauchen echt mal langsam Munition, Leute. Ihr meintet auch, wir sollen immer alles schön lesen. Okay, hier waren wir noch nicht drin. Ah, was haben wir hier Schönes? Elektronikgerät haben wir. Können wir das vielleicht kombinieren oder so? Mit der Batterie, ne? Aha, Zünder. Ah, okay, okay. Da oben hatten wir ja Zephyr gesehen. Zephyr. Los da rum. Locherblät. Krautsalat haben wir wieder. Locker rum. AFMP. Barrikaden können wir mitnehmen. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, die sind sehr wichtig. Nehmen wir mit. So, jetzt sind wir hier nämlich und können nämlich einfach hier durch oder in den Aktenraum. Da waren wir auch noch nicht, ne? Was haben wir noch hier Schönes? Blendgranate. Tamurlock, das ist der Tamurlock. Tamur. Tamur. Ah, den Raum kennen wir, ja. Ah. Okay, hier können wir leider nicht rein. Hier brauchen wir den roten Schlüssel. Okay. Also, Leute, das heißt... Warte mal, ich komme immer durcheinander, wo wir sind hier, ne? Also, wir müssen auf jeden Fall nach oben, Leute. In die ganz obere Etage. Wo war das nochmal mit dem... Und der Explosion hier, das war ganz oben in 3F. So, wir sind gerade hier. Das heißt, wir müssten hier nach oben die Treppe. Das war ja hier, ne? Safe, das war hier. Das heißt, einmal umdrehen, hier hinten hoch. Müsste ja hier gewesen. Oh, da kommen wieder welche. Seht ihr das? Erstmal sagen, bevor wir das machen, gehen wir hier schön in unseren Lockerroom. Lockerbillett, Lockerbillett. So. Was gibt's denn hier Schönes? Kann man hier irgendwas machen? Nee, ne? Kann man gar nichts machen. Oder? Kann man irgendwas machen? Nee, 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 nee. Leute, wenn ich was übersehe, müsst ihr mir es unbedingt sagen, ne? Ich versuche... Was? Film ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Was für ein Film? Film ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Okay. Ich kann damit nichts aufheben. Ne. Okay. Dann... Komm. Dann gehen wir mal nach oben. Oh nein, 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 das ist gar nicht gut. Oder vielleicht sieht man jetzt hier was? Kennt ihr das, diese Sachen, wenn man das ausschaltet, sieht man mehr? Schwierige Situation. Mach mal Licht an, Bruder, Alter. Hör mir auf. So, wenn wir Schlüssel, rotes Kraut, das können wir... Was ist denn passiert, wenn wir Kraut und Kraut verbinden? Haben wir dann Krautsalat? Schwierig, geht leider nicht. Deshalb verstauen wir das mal. So, haben wir sonst noch irgendeinen Schlüssel? Ja, ich weiß, das können wir nicht kombinieren, aber... Guck mal, die zum Beispiel, die ist rot, die brauchen wir nicht mehr, die können wir wegwerfen. Weil wenn die grün leuchtet oder rot, heißt es, wir haben die schon voll. Okay, easy. Ja, komm, speichern brauchen wir. Na komm, speichern wir mal. Sicherheitshalber speichern wir mal, Leute. Komm, ich will aber noch ein bisschen weiterspielen. Komm, 5 Minuten spielen wir noch weiter auf euren Nacken. Ich will, Leute, unbedingt dieses scheiß dritte Medaillon haben. Ich will das schon die ganze Zeit haben. Aber chill mal da drin. Jau, was ist los mit dem Jau? Ich schwör's dir, hier saß jemand, ne? Ich kann auch mein Atem. Ich schwöre es dir, hier saß doch immer jemand. Aber wir sind jetzt in der Etage, ne? Oh nein. Kombinationsschloss war ja hier, ne? War ja der Duschraum. Dann kommt man da wieder raus. Wäschekammer, Karotür war ja da. Hier hat man den PC gehabt. Boah, Digga, wir müssen unbedingt noch einen hören, ne? Ich will bloß nicht zum Spider-Man, bitte nicht. Spider-Man! Spider-Man! Oh Gott. Oder war hier der Spidey? Peter Parker! Aber wo sollen wir denn rausfinden, was FFM? Vielleicht FFM, Tijara, FFM, Frankfurt brennt. Schwierig. Hätte ja klappen können. Hier müsste das doch gewesen sein. Ja, genau, hier war das sogar. Na? Oh Gott. Boah, bitte, ne, wenn jetzt Spider-Man kommt. Ich kann nicht ruhig bleiben, ich schwör's dir. Wenn ich... Oh mein Gott. Bruder, ich dreh komplett am Rad hier, ne? Ich dreh komplett am Rad. Ich schwöre es euch.
Lagerraum. Was haben wir hier Schönes? Schießpulver. Okay, das nehmen wir mal lieber mit. Können wir das kombinieren? Nein, wir haben leider nichts zum Kombinieren. Wir haben nur noch 6 Pumpgun-Schüsse. Dann ist vorbei. Oh Gott. Warte mal, wo ging... Ah, da ging es ja in die Bibliothek und dann konnten wir runterklettern. Genau. Genau, genau. Und hier war irgendwo dieses explosive C4. Und dafür haben wir jetzt diesen Zünder, ne? Müsste ja jetzt eigentlich gehen mit diesem Zünder. Wo ist der? Genau, benutzen. Easy going. Oh mein Gott, 10... Oh, 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 oh! Oh oh. Hadouken! Ah! Spider-Man! Habt ihr das gehört? Ah nein, es war kein Spider-Man. Oh, irgendwas rennt aber so schnell, ja? Oh, hört ihr das? Bleib doch bitte fern von mir, bitte. Kleiner Pisser, Alter. So. Jetzt gucken wir in unserem schönen gelben Notizbuch nach. Wo, da war doch irgendwo eine Zeichnung, wo alle drauf waren. Genau, die war hier. Warte mal. Was hatten wir denn noch nicht? Ich glaube, wir hatten noch nicht das da oben rechts, ne, das rote. Also Frau, Bogen und Schlange. Also Frau kriegt einen Bogen und dabei ist sie eine Schlange. Ja, super, ist alles schmutzig. Das ist die Frau. Wo ist der Bogen? Ich erkenne das gar nicht, Mann. Boah, wie soll man das denn machen? Bestimmt ist das ein falsches hier. Oder ist das die Aphrodite? Das ist die Frau. Also, wir haben ja schon... Das ist ja die Frau. Also, Frau, Bogen, Schlange. Leute, das ist auf jeden Fall die Schlange, oder? Das müsste, okay, da müsste die Schlange sein. Das heißt, der... Ja, okay, das war der Bogen. Boah, Junge, ist man das erkennt, Alter. Die machen einfach Hieroglyphen. Let's go, Alter. Die Göttinnenstatue aktivieren. Okay. Oh. Heile Bratucha, Loch am Lied, Loch am... Ah! Speed up! Ich dachte, ich muss ruhig bleiben. Was ist das, eine Kakerlake, Alter? Verpiss dich doch, Mann, Alter! Okay, Leute, jetzt aufpassen auf Peter Parker. Peter Parker. Die Freund. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich dachte, der ist blind, Alter! Ich dachte, blind wie der Spieler von ManU! Alter! Hier! Das hätte ich lieber werfen sollen. Tu weg! Tu weg! Yalla! Yalla! Und blendet das auch noch schön. Perfekt eingesetzt, Leute! Vom Rille Peter! Ah! Raus hier! Geh doch raus! Yalla! Boah! Dreck, Kräuterpflanzen, alles nehmen! Nimm sofort Kräuterpflanzen, alles! Ah, ich hätte das nehmen können wegen großes Leben. Schade. Boah. Leute, Alter. Peter Parker. Hört mir auf mit dem. Ich hab dem einfach eine Blendgranate in den Mund gesteckt und dann dachte er sich, komm mal runter, Peter. Ey, was ist denn los mit dem? Reicht jetzt langsam hier, ey. Boah. Endlich in der Eingangshalle, Freunde. Und damit würde ich sagen, euer Rille Peter verabschiedet sich von diesem Video, Alter. Kranke Folge heute wieder mal. Wir haben ein bisschen gerätselt. Wir haben das Rätsel gelöst. Und mal gucken, was passieren wird, wenn wir das dritte Medaillon hier einführen werden. Dann wird es weitergehen, Leute. Ich bin gespannt. Lasst euch überraschen. Wir speichern an dieser Stelle ab und sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Nehmt wieder den Like-Button auseinander. Danke für euren krassen Support. Ich werde morgen auf jeden Fall auch streamen, auch viel FIFA und so. Und ja, checkt meinen neuen Instagram-Account aus, was heißt neu. Ich heiße jetzt nur noch Erne auf Instagram. Fortnite Creator Code, wisst ihr Bescheid, Team Fortnite 7. Und damit würde ich sagen, euer Rille Peter ist jetzt raus. Haut rein und ciao.